Vor dem Hintergrund eines möglichen Stopps russischer Gaslieferungen suchen Städte und Gemeinden in Deutschland nach Möglichkeiten, Energie zu sparen. Vielerorts wird über Notfallpläne nachgedacht. Im unterfränkischen Großbardorf müssen sich die Bürger keine Sorgen machen. Die kleine Gemeinde in Bayern ist unabhängig von Erdgas, versorgt sich selbst mit Wärme und Strom. Großbardorf, eine 1000-Einwohner-Gemeinde, die selbst Energie erzeugt. Schon vor mehr als 15 Jahren hat man hier an die Zukunft gedacht. Angefangen hat alles mit dieser Bürgersolaranlage, dann kam eine Biogasanlage dazu. Inzwischen entsteht in Großbardorf 15 mal so viel Strom, wie das Dorf selbst benötigt. Uns in Großbardorf war es immer wichtig, dass wir die Ressourcen aus Großbardorf auch für unsere Gemeinde, für unsere Bürger nutzen. Deswegen war es uns immer wichtig, dass wir auch eigene Anlagen auf den Weg bringen, die dem Bürger gehören und die zum Nutzen für uns, für die Bürger sind. Die Großbardorfer nutzen auch die Abwärme der Biogasanlage. Die wird von hier aus in der Gemeinde verteilt. Alle, die am Nahwärmenetz angeschlossen sind, müssen sich keine Sorgen machen, dass sie im Winter nicht heizen können oder dass die Energiepreise enorm ansteigen. Etwa 80% der Wärme, die im Dorf gebraucht wird, ist so gesichert. Großbardorf hat definitiv sehr viel oder alles richtig gemacht, weil es sehr früh auf die Erneuerbaren gesetzt hat, weil es sehr früh die Potenziale auch erkannt hat und ja, uns allen im Endeffekt jetzt aufzeigt, wo diese Potenziale liegen, die wir jetzt auch im Sinn der Energiewende dringend abschöpfen und ausbauen und erweitern müssen. Der Experte hofft, dass ähnliche Konzepte entstehen, damit die Energiewende gelingen kann.